Ja, das Spiel gegen die Wollis aus Thüringen ist für uns ganz gut gelaufen. Wir haben, wie erhofft, die 3 Punkte eingefahren. Der erste Satz und der dritte Satz war souverän von uns, wir haben gutes Volleyball gespielt. Zweiter Satz ist nicht so gut gelaufen, den haben wir trotzdem noch für uns gewinnen können. Aber in Thüringen ist immer ein Satz dabei, der ein bisschen aus der Bahn läuft. Ist vielleicht ein Manko, dass wir teilweise ein bisschen unkonstant spielen, aber ich denke, dass wir jetzt gegen Thüringen gezeigt haben, dass wir trotzdem den Satz am Ende gewinnen können. Und ich denke auch, dass wir durch die nächste Vorbereitung das, was wir noch an Fehlern gemacht haben, ausbessern können und dass wir am Sonntag zeigen können, dass wir auch 3-0 souverän gewinnen können. Die Ladies in Black in Aachen kommen am Sonntag zu uns. Es ist ein NRW-Duell. Wir sind die einzigen Mannschaften aus NRW. Aachen kommt immer mit großer Fanbase. Sie sind immer kostümiert, machen viel Stimmung. Und es ist, glaube ich, auch ein spannendes Spiel. Wir werden versuchen, wieder 3 Punkte einzufahren, die auch wichtig sind für uns, damit wir oben bleiben. Hallo, liebe Leute da draußen. Am Sonntag kommen die Ladies in Black aus Aachen mit, ich hoffe, zahlreicher Fanbase. Ich hoffe, dass ihr auch trotz Super Bowl und Karnevalsvorbereitung die Zeit findet, bei uns in die Halle zu kommen und uns tatkräftig zu unterstützen. Und ihr könnt natürlich auch kostümiert in die Halle kommen. Wir würden uns freuen, wenn die Halle bunt wird. Also bis Sonntag, wir sehen uns.